Okay, Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Mario und Rabbids DK DLC. So schnell habe ich das noch nie gesagt. Ich würde sagen, wir starten direkt rein. Beim letzten Mal haben wir böse Bananen besiegt. Haben wir diese verglitschten Bananen bekämpft. Und heute geht es genau da weiter. Und zu einem neuen Rätsel? Ah, yes. Keine Ahnung. Wobei, das scheint nicht schwer zu sein. Ja, okay. Das ist Geschenk gewesen. Oh, Bananen. Lecker. Ich habe als Kind nie Bananen gegessen. Heute esse ich es. Keine Ahnung. Ich mochte Bananen nicht. Aber alles mit Banane ging. Also ich konnte Bananeneis, Bananenpudding, gibt's sowas? Keine Ahnung. Alles mit Bananengeschmack super lecker. Aber Bananen selber, nee. Da haben wir ein Puzzleteil. Da werden wir wahrscheinlich auch nicht alle haben. Wo kann ich hier was angucken? Ach, da. Der boxt da so ein bisschen. Oh Mann, bis zu seinem großen Kampf hat er noch einen weiten Weg vor sich. Wie nice. Okay, cool. Oh, ich liebe solche kleinen. Darf man das Easter Eggs nennen? Ich glaube nicht, dass sie Easter Eggs sind, aber ich fühle es. Oh, capture the Gebiet. Oh nein, mit nicht Pyroklast, sondern mit Honig, ja. Da fliegen oben so Vögel rum, die schmeißen Honig runter und ist halt nicht schön. Aber was willst du machen? Und wir müssen eben unter den Unterschlupf, um da sozusagen, ja, zu überleben. Heißt, capture the Gebiet so schnell wie möglich, falls ihr das Hauptspiel nicht gesehen habt, so schnell wie möglich dieses Gebiet erreichen. Ja, und das heißt, capture the Gebiet, lasst mich. So hoch. Wohin führt... Ich weiß nicht, wo diese Röhre hinführt. Oh real, ich weiß es nicht. Hier kommen wir doch schon mal ganz gut voran. Aber ich glaube... Ich glaube aber tatsächlich, wenn wir hier lang gehen würden, sind wir mit DK relativ schnell im Ziel. Dann lass uns den Weg bestreiten. Ja komm, machen wir so. Das macht Honig Damage. Aber gibt halt keinen Abseil. Egal. Komm. Heute ist mal ein bisschen Profi. Heute geht's ab. Heute gibt's Party, Leute. Uts, uts, uts. Zack. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war ein Honigblock und kein Stoßblock. Egal, finde ich gut. Ha! Oh, nice. Trotzdem eine Frage, wohin führt jetzt der? Ist das wirklich der, der dann hier rausführt? Das würde nämlich so ein bisschen Distance einsparen. Ich stelle mich einfach mal da hin und Rapid Cranky kommt da gar nicht an die Röhre dran. Darüber habe ich nicht nachgedacht. Und er schafft es gerade so. Ja, perfekt, Cranky, du bist... Cranky mit so einem schönen Sprung. Wir müssen auf Honig gucken. Ich habe nicht auf Honig. Okay, Rabbit Peach wird gehonigt. DK... bin so unfassbar. Let's go, neue Runde, neues Glück. War maybe eine etwas dumme Idee. Wir müssen die ganze Animation wieder anschauen. Ah, warum? Warum? Da, Bibo, ich weiß, dass wir da hin müssen. Ja, wie cool, freudig. Eben. Actually, diesmal stelle ich mich einfach einen Block weiter nach rechts mit DK. Weil DK muss durch da. DK muss ohne Honigschaden durchkommen. Strong! Ich dachte immer noch, dass das ein Honigblock ist. Aber scheint kein Honigblock zu sein. Rebel Peach stellen wir dahin. Diesmal wird auf Honig geachtet. Ich sag das auch noch so am Anfang, als wäre das was Selbstverständliches. Ja, also wir müssen auf den Honig achten. Und in der ersten Runde stelle ich mich in 15 Honigfelder. Das hier könnte ein sehr sauberer Zug sein, hier hoch.
Hochsitzbonus und wir stehen relativ mittig vom Feld. Ich glaube, das ist nicht so schlecht. Boah, hier können wir sogar doublen. Ja, wir machen ihm noch mehr Schaden ein bisschen. Bam, und der andere ist trotzdem raus, habe ich gehört. Ja, perfekt. Sehr schön. Sehr schön. Meint ihr, irgendeiner traut sich in DKs Reichweite? Mal gucken. Ja, okay, die Röhre führt wirklich dahin. Soll ich eine Bombe schicken oder einfach mal angreifen lassen? Ach komm, wir lassen es einfach mal für die Runde und gucken, was sich so ergibt. Mal schauen. Alle von mir sollten safe sein. Wichtig. Wichtig. Ja. Das ist so strong, diese Röhre. Die nutze ich gleich mit Rabbit Peach. Zack, ihr kriegt beide Damage. Das ist so nice. Hui. Da freue ich mich. Da freue ich mich nicht. Aber 50-50. Der Gegner trifft natürlich immer. Der gescriptet. Ja, komm, jetzt ist doch gut auch. Wir haben es verstanden. Möchtest du noch mal ein bisschen Honig, Frost, Steinschaden auch noch rein? Komm, let's go hier. Ach, Mann. Haben wir damit überhaupt einen Vorsprung? Ja, minimal. Wenn ich durch die Röhre gehen würde, haben wir welchen Vorteil? Wir können hier hoch und von hier oben. Wenn dann schon. Soll ich mich offen platzieren oder nicht? Ich stelle mich offen hin und schicke eine Bombe los. Oder? Warte, warte, warte. Kann ich? Das war dumm. The DK Donkey Kong is here. Er ist der Leader von der Bunch. Du kennst ihn well. Könnten. Ist nicht mehr far, far away. Wir könnten hoffen, dass dadurch der Block destroyed wird und wir mit Rail Peach auch normal schießen können. Da verschwenden wir keine Bombe dafür. Muss ich mal gerade hinsetzen. Yes, sir. So. Boah, wir würden gut treffen. Der Block ist nicht zerstört worden. Können wir trotzdem eine Bombe reinfahren? Mal gucken, was wir sonst noch suchen können. Ja, mit ihm hier hin und vielleicht einfach so schräg in die Menge da oben, die zwei ballern. Ich weiß, wenn ich dahin zeige, zeigt das für euch in die falsche Richtung. Ich meine da, ja, so. Das ist für mich normal, dass ich, wenn ich mit irgendwem rede, mit einer Kamera vor allen Dingen, dass ich immer zeige, wohin. Ja, das mache ich auch, wenn irgendwie andere Menschen... Oh, jetzt treffe ich nur einen. Scam, weil der eine tot ist. Aber jetzt kann ich mich voll auf ihn konzentrieren. Komm, let's go. Let's go hier. 100% Trefferchance. Schade. 100% Trefferchance, aber mit ihm. Lang. Ja, let's go. Heilen mussten wir bis jetzt tatsächlich noch nicht. Honigbomber sollte niemanden betreffen. Ja. Gut. Ich wollte noch mal gucken bei Cranky, weil das gerade so viel aussah bei ihm. Aber ist gut. Er hat noch ein Leben da unten. Bonzen uns unten, schade. Das ist unfair. Wenn du mit einem Leben überlebst, ist nicht schön. Dich take ich. Wir kommen wirklich hier oben rum. Boah, ist das hier eng. Aber wir können mit Luck. Wie krank das aussieht einfach. Einfach strukturiert durchgeplant. Das komplette Game schon. Mit Rebel Peach kommen wir jetzt halt nicht so gut voran. Aber ich würde an der Stelle sagen, wir schicken jetzt doch mal die Bombe. Einfach damit der Typ da vorne weg ist, oder? Er ist dadurch nicht mal weg. Wie viel Leben hat er? Hat 90, habe ich nicht gesehen. Perfekt. Wir stellen uns mit Kranky. DK wird davon nicht betroffen.
Nee, 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 das wird schon. Ja, und schießen einfach volles Kanonenrohr auf ihn drauf. Mit Vampirschaden. Für die Heilung ist wichtig. Strong Ass raus. Hat doch geklappt mit der Bombe. Mit der Bombe rausgenommen. Ob er davor Schaden hat oder nicht, ist egal. Wir haben ihn mit der Bombe rausgenommen. Überhaupt ein Gegner? Ne, da vorne spawnt aber einer. Oh, jetzt habe ich nicht auf die Honigbomben geachtet. Ich geb's zu. Ja, und alle beide werden getroffen. Baby Peach nicht? Nice. Ich kann weg da machen. Kann ich schneller machen, please? Danke. Ich kann dich taken. Ich kann durch die Röhre. Ich kann fast ins Ziel. Ich throw dich. Warum nicht ein Abseits machen? Warum nicht ein Abseits machen einfach? Ist sein Schutzschild dadurch weg? Ja, ist es. Nee, ist es nicht. Mach die sowieso nicht down. Okay, sie können sich beide nicht bewegen. Aber wir können einfach mal mit Rabbit Cranky da drauf schießen. Oh, das hat ihm sogar Damage gemacht. Dann jetzt einfach, ja, böser Blick. Komm, falls mich einer doch auf mich zulegen möchte. Und hier machen wir den Stampfer des Todes. Mit Sprungschaden? Nein, leider nicht. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt Sprungschaden machen kann, aber wäre nice, wenn. Let's go. Natürlich treffen die jetzt wieder unsere altbekannten Leute. Weil die sich nicht bewegen können, oder? Doch! Nice. Ja, okay. Stell dir vor, er würde jetzt Honig machen. Würde schreien. Aber ich würde sagen, wenn das Ganze jetzt hier vorbei ist, platzieren wir uns exakt in die Mitte. Haben wir's geschafft. Sehr schön. Fünf von sieben Zügen, ein Perfekt. Trophäenbonus. So, und ich würde sagen, wir schauen jetzt mal nach längerer Zeit wieder in die Fight-Zentrale und mal gucken, was es so Spannendes gibt. Macht einfach nur ein bisschen mehr Schaden. The Rebel Cranky hat noch keine neue Waffe. Haben wir irgendwelche Zusatzwaffen? Nö. Tinte oder Vampir? Tinte? Auf jeden Fall. Und vielleicht noch Secondary Weapon für Rabbit Peach. Einfach eine stärkere Bombe mit Honigschaden. Wichtig, vor allen Dingen für Grobiane. Die benutzen wir schon recht häufig. Da auch noch Tinte reindrücken. Warum nicht auch noch bei DK? Egal. So. Wir haben einfach ultimativ viele Dinger. So, jetzt wird hier aber verteilt. Auf jeden Fall. Cooldown. Und mehr Schaden. 6,5 Stunden später. Lass mich einfach kurz überlegen, was sich hier am meisten lohnt. Aber der Wurfradius lohnt sich nicht. Vor allem, da wird einfach schon was gespoilert auf den Bildern. Hä? Was ist das für ein Wesen? Das sieht aus wie so ein Hammerhai. Ich fahre mit der Maus drüber. Ganz recht, das Bild sieht aus wie so ein Hammerhai. Ich kann mich an fast gar nichts mehr erinnern. Oh mein Gott, das ist maybe noch nicht mal einen Monat her. Anfang der... Kurz bevor die Sorfien angefangen haben, wo mein Kollege das gespielt hat. Und ey, das stört mich jetzt aber schon extrem. Mit dem Greenscreen. Keine Ahnung, kann mich null dran erinnern. Aber wir nehmen das hier. Rabbit Peach kriegt auf jeden Fall einen stärkeren Dell. Heilung haben wir noch nicht so häufig gebraucht. Dann komm, einen stärkeren Dash einmal, Augen zu, durch. Ein Heilungs-Cooldown. Oder im Allgemeinen mehr Leben.
Heilung oder Schild? Ich glaube, Heilung ist an dem Punkt besser. Aber wenn, dann eine stärkere Heilung. Boah, einfach beides Genius. Und sie kann noch mehr Leben haben. Boah, oder noch ein drittes Mal dashen. Okay. Dash-Schaden von Cranky muss auf jeden Fall erhöht sein. Grießkram-Schaden können wir erhöhen. Multiblick auf jeden Fall ist drin. Mehr Schaden wäre wichtig. Er hat wenig Leben. Im Vergleich zu den anderen hat er weniger. 120 und wie viel hat... Okay. Ja. Also dann kriegt Cranky einmal Leben, weil Cranky hat weniger Leben. Ja. Fertig. Dann lass uns mal weiter stappen. Das Wasser sieht immer noch wunderschön aus. Ich würde immer noch drin schön gewohnt. Ja, von der Framerate im Hintergrund ist akzeptabel. Cool, eine Banane. Wo geht es hier weiter? Wo soll ich lang? Ich gehe hier hoch. Der Pfeil zeigt da lang, wir gehen nicht da lang. Ich fahre, könnt ihr auch noch in die Häuser rein. Ey, ich freue mich so auf Sparks of Hope. Leute, wenn ihr euch auch auf Sparks of Hope freut, dann abonniert den Kanal und ihr verpasst es nicht. Es wird zu 100% am ersten Tag kommen. Ich hoffe, ich irre mich, aber ich fürchte, dieses Boot soll böse Bananen zu den nahegelegenen Inseln bringen. Das sind so chinesische Boote. Die sehen so aus. Gibt's doch da früher, da ist man doch mit diesen, genau mit diesen Segeln und so. Ich habe das in so Dokus habe ich das gesehen. Mega coole Schiffe. Dann nehmen wir noch ein paar Bananen mit. Da hinten sehe ich eine Chest flaggern. Ich würde sagen, da biegen wir auch direkt mal rein. Gehen nach rechts. Und nach links. Und nach rechts. Gucken, was wir für die Chest machen müssen. Scheint mir eine Art Rätsel zu sein. Okay, wenn ich das hier richtig sehe. Blau und was war das? Rot. Also am Anfang stellt ihr auf blau und rot. Ah. Mhm. Dann stellt ihr auf blau und was ist das? Gelb. Und dann stellt ihr es auf rot und was ist das? Grün. Dann könnt ihr das hier nehmen. Und dann noch wieder auf... Sehe ich das richtig? Er muss einfach dahin. Dann kann er dahin. Genau. Dann müsst ihr zuerst den hinteren schieben, dann den vorderen. Und dann könnt ihr auf... Vom Blau muss es noch runter. Okay, dann so. Und dann könnt ihr hier durch. Und ihr bekommt dafür 500 Powerkugeln. Ein Tropenhopser als 3D-Modell. Ist ein guter Reward. Ich freue mich. Ich gebe mich mit dem zufrieden. Ah ja, ich gucke mir das jetzt nicht extra an. Ihr könnt ja Pause drücken und euch das Bild genauer anschauen, wenn ihr unbedingt wollt. Ich lese mir das nicht alles durch. Das ist zu meistens auch nicht wichtig. Was ist das? Das ist vermutlich ein Leuchtturm. Zu dem wir auch noch hoch können. Warum sollte man das tun? Weil es da ein Secret Puzzleteil gibt. Oh yeah, wir werden niemals alle Puzzleteile finden. Aber maybe ja doch. Ich bin mir noch unentschlossen, in welche Richtung dieses LP geht. Im Übrigen, sind wir schon in der dritten oder schon in der vierten Folge? Ich weiß es nicht, wie viel ich heute aufnehme. Aber ich werde es auf jeden Fall nach der Folge mich mal ins Schneiden setzen. Schneiden dauert eh sowieso immer doppelt so lang, wie eine Folge aufzunehmen. Und ich wollte heute noch nach Hause. Es ist schon 16.30 Uhr. Heute ist der 9.8. Heute ist gar nicht Sonntag. Heute ist Dienstag, glaube ich. Aber ich habe Ferien. Das ist entspannt. Denkst du wohl, ich hätte dich übersehen? Was? Oh, ein Puzzleteil. Strong, wie viele es direkt gibt. Wow. Oh Gott, dankeschön. Hui. Oh je, noch ein Tor, das uns den Weg versperrt. Langsam fange ich an, diese Dinger zu lassen. Ich tatsächlich auch, aber
Ach, das ist nicht das mit dem... Das Tor wird von zwei Toten bewacht. Den bedrohe ich aus, aber scheint den Schlüssel für das Rätsel zu sein. Ah, nee, für das Tor. Okay. Das heißt, wir sind jetzt an diesem Tor mit den zwei Schlüsseln. Hm. Wo diese großen Knöpfe gut sind. Für jedes Totem gibt es eine Reihe. Ich kann nicht genau erkennen, was die Symbole auf den Tafeln bedeuten. Aber... Ich kann das erkennen. Wenn ich das richtig sehe, sind Sachen durchgestrichen und ja. Also links darf nicht diese Mütze sein. Und auch nicht der Bart. Oh, strong. Das muss links sein. Rechts ist das schon richtig. Ich hab hier den Hut. Beruhigt euch, Rabbits. Oh, nur einer muss diesen Hut haben. Achso, ja, dann ist easy. Das da. Und das da, fertig. Ja. Oh, aber der Mund darf nicht. Der Mund darf hier drüben nicht. Fertig. Nein? Ach, die Münder müssen auf beiden Seiten gleich sein. Ach komm. Jetzt. Aber die Augen und die Brille dürfen nicht. Noch einer. Finish. Fertig. Bam. Okay. Ich kann euch da keine Tipps geben. Es ist umständlich, aber ihr würdet es irgendwann schaffen. Mann, das war leicht. Zu früh gefreut. Es gibt noch mehr zu tun. Das Plakat soll weniger untersuchen. Okay, keine Fackel darf brennen. Wo ist der O-Mund? Augen müssen hier anders. Hier darf dieser Helm nicht sein. Die Münder dürfen auch nicht gleich sein. So. Hier muss der Hut. Hier müssen andere Augen hin. Und der Hut muss anders. Ich muss das links machen. Hier darf nicht dieser O-Mund. Genau. So, und hier muss dieser Hut. Perfekt. So schwer ist es nicht, wie es aussieht, Leute. Versucht einfach ein bisschen logisch nachzudenken. Und ja, wir kommen in unseren ersten Bonusbereich. Die Bonusse, Boni, es tut mir leid. Die Boni sind so genial gemacht. Weil das einfach Rätsel sind, wo man schnell durchrennen muss. Und man sammelt nichts ein. Man muss einfach nur ein Ziel erreichen. Hier ist es zum Beispiel, glaube ich, ganz nach oben zu kommen. Ja. Mega nice. So was fühle ich dann wieder. Jung. Oh, ich habe den Knopf vergessen. Und eine Banane. Jeep. Ich weiß nicht, ob das richtig ist, was ich mache. Ich renne weiter. Bestzeit warten. Ja, das muss noch eins weiter. Komm, komm, komm. Lauf, 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 lauf. Gar nicht groß nachdenken. Einfach machen. 10 Sekunden noch. Easy. Das ist doch schön geworden. Wir bekommen neue Waffen. Und zwar für...
Rabbit Peach, und zwar die goldene, den goldenen Goliath-Guppi. Sehr schön. Die Banane nehmen wir noch mit. Und dann wieder zurück. Sehr, sehr schön. Muss man ganz ehrlich sagen, hat mir gefallen. Jetzt brennen wieder alle Fackeln. Hier seht ihr die Lösung. So muss es aussehen. Schaut es euch an, baut es nach, drückt Pause, baut es nach. Warum da oben so ein komischer schwarzer Streifen ist, ich weiß es nicht. Liegt das daran, dass ich das... Nö, ist richtig komplett, oder? Denn? Ja? Der weg? Nö. Bisschen weird. Aber okay, dann lass uns hier mal weitergehen. Da sieht man mal, dass man sich beim Essen auch ohne Besteck die Finger nicht schmutzig machen muss. Schlaue Idee tatsächlich. Erst die Bananen, dann die Röhre. Vielleicht gibt es hier wieder ein Puzzleteil. Es gibt mir so Donkey Kong Vibes, Puzzleteile einzusammeln. Ich weiß, das DLC ist auf Donkey Kong ausgebaut. Aber trotzdem. Oh, hier gibt es sogar noch ein Rätsel. Okay, wir machen... Oh, nicht so ein Rätsel. Okay, wir machen lila x gelb. Lila und gelb. Machen wir als erstes. So, einfach einmal im Kreis und so. Können wir hier diesen Knopf drücken. Dann machen wir rot und... Warum nicht grün? Rot und grün. Klingt nice. Machen wir. Ich müsste sie einfach immer im Kreis schieben und das ergibt sich dann von selber. Dann als nächstes noch blau. Also blau und grün. Das lassen wir direkt so. Das ergibt sich ganz von alleine. Perfekt. Und jetzt noch den grünen auf rot. Nee. Ihr bewegt den grünen bitte gar nicht. Und jetzt könnt ihr den grünen nach oben schieben. Das ist ein bisschen tricky. Aber machbar. Das letzte war ein bisschen... Ich sag nicht schwer, aber ich würde sagen schwerer als die davor. Aber auch ganz easy. Schwer sind die Rätsel erstmal nicht. Es gibt sogar ein Rätsel, da kann man sich softlocken. Ja, wir haben das geschafft. Das Zwillingstotem als Kunstwerk. Genau. Die essen hier immer noch Bananen. Wichtig. Ich bin ja immer noch in meiner 90-Tage-Diät-Challenge, wie auch immer. Todesanstrengend, tut das nicht. Ich würde sagen, an der Stelle ist sowieso das Video vorbei. Wenn euch das Ganze gefallen hat, zeigt es gerne mit einem positiven... da wird der Like eingeblendet. Schaltet morgen wieder ein. Tschüss, schönen Tag noch.